Hallo, Brightside-Detektiv. Ich brauche heute deine Hilfe. Ich habe ein paar knifflige Rätsel, die ich nicht lösen kann. Bist du bereit dafür? Dann los geht's. Detektiv Morris verfolgte einen gefährlichen Kriminellen. An einem Punkt betrat der Mann eine Eishockey-Arena. Der Detektiv folgte ihm, aber als er hineinstürmte, war der Verbrecher nirgends zu sehen. Er muss sich in diese Umkleidekabine geschlichen haben. Morris betrat sie und sah mehrere Hockeyspieler. 21, 21. Sie waren bereit für das Spiel. Der Detektiv hat sofort zwei von ihnen festgenommen. Warum? Schau, diese beiden Spieler haben die gleichen Nummern auf ihren Trikots. Aber es kann nicht zwei identische Nummern in einem Team geben. Sie haben drei leere Tassen und 10 Zuckerwürfel. Sie müssen diese Zuckerwürfel auf die Tassen verteilen, sodass jede von ihnen eine ungerade Anzahl an Würfeln enthält. Legen Sie 3 Zuckerwürfel in die erste Tasse und 3 Würfel in die zweite. Danach geben Sie die übrigen 4 Würfel und die zweite Tasse in Tasse Nummer 3. Jetzt hat die erste Tasse 3 Zuckerwürfel und die zweite auch. Die dritte Tasse hingegen hat 7 Zuckerwürfel. 4 eigene und 3 aus der zweiten Tasse. Robert und Jake verliefen sich in einem Wald. Bald darauf begann es heftig zu regnen. Sie versuchten, einen sicheren Ort für die Nacht zu finden, als sie ein unheimlich aussehendes Herrenhaus erblickten. Sie hatten wenig Wahl, also gingen sie hinein. Aber es war ein Spukhaus. Die Tür fiel hinter ihnen zu und egal wie sehr sie sich bemühten, sie konnten sie nicht wieder öffnen. Während sie das Haus untersuchten, fanden die Freunde 3 Türen und eine Notiz. Darauf stand: Wähle eine Tür, wenn du überleben willst. Hinter der ersten Tür gab es einen Säurewasserfall. Hinter der zweiten war ein Becken voller hungriger Piranhas. Und hinter der dritten Tür war ein wütendes Feuer. Durch welche Tür sollten Robert und Jake gehen, um zu überleben? Erinnerst du dich, dass es draußen stark geregnet hat? Das Feuer muss schon gelöscht sein. Sie sollten die dritte Tür wählen. Ein junger, aber sehr beliebter Blogger namens Eric schrieb sein erstes Buch. Es war ein riesiger Erfolg. Der Junge bereitete sich auf seine erste Buchsignierung vor. Er war sehr nervös, also machte er eine Pause, um sich in einer ruhigen Ecke etwas auszuruhen. Aber selbst um 18 Uhr, als die Veranstaltung beginnen sollte, war Eric nirgends zu sehen. 10 Minuten später fand ein Sicherheitsbeamter ihn auf dem Boden im Badezimmer liegend. Jemand hatte den jungen Mann auf den Kopf geschlagen. Die Polizei hatte 3 Verdächtige. Angela, Erics Agentin, sagte, sie habe einige dringende organisatorische Angelegenheiten geklärt. Ich habe einige dringende organisatorische Angelegenheiten geklärt. Frank, einer der Fans, der nicht weit vom Badezimmer entfernt gesehen wurde, in dem Eric gefunden wurde, sagte, er sei ein großer Liebhaber von Erics Büchern seit Jahren. Er würde dem Autor nichts antun. Ich bin seit vielen Jahren ein großer Fan von Erics Büchern. Ich würde dem Autor nichts antun. Und Patrick, der Sicherheitsbeamte, sagte, er habe seinen Job gemacht und die Fans vom Eingang ferngehalten. Ich habe meinen Job gemacht und die Fans vom Eingang ferngehalten. Wer hat Eric geschlagen? Es war Frank. Es war Erics erstes Buch. Frank konnte seine Bücher unmöglich seit Jahren lesen. Schauen Sie sich diese Kerle aufmerksam an. Wer ist ein falscher Feuerwehrmann? Es ist der Mann rechts. Er trägt keinen Helm und hat keine spezielle Tasche. Außerdem gehören seine Hosen nicht zur Uniform.
Schau dir diesen Entdecker an. Er scheint in einer schwierigen Lage zu sein. Vor ihm befinden sich 4 Tunnel. Der erste scheint eiskalt zu sein, mit einigen gefährlich aussehenden Eiszapfen am Eingang. Der zweite Tunnel sieht... Ich denke, das beste Wort ist gruselig. Ein riesiger Hai schwimmt im dritten Tunnel. Und der vierte Gang ist von geschmolzener Lava bedeckt. Wohin sollte unser Entdecker gehen? Oh oh. Er sollte sich für den ersten Tunnel entscheiden. Haben Sie dort eine ziemlich ausgetretene Spur bemerkt? Also, dieser Weg kann nicht allzu gefährlich sein. Eine junge Frau ging in eine andere Stadt, um eine bessere Arbeit zu suchen. Sie versprach ihrer Mutter, sie oft zu besuchen. Aber es waren 4 Monate vergangen und sie kam immer noch nicht nach Hause. Ihre Mutter vermisste sie sehr. Eines Tages, mitten im Winter, rief die Frau: Der April ist da. Wie war das möglich? April war der Name ihrer Tochter. Sie kam schließlich, um ihre Familie zu besuchen. Nun prüfen wir, wie aufmerksam du bist. Kannst du herausfinden, welches Haus einem Vampir gehört? Genau dieses. Obwohl im zweiten Haus alle Vorhänge zugezogen sind, gibt es im ersten Haus überhaupt keine Fenster. Offenbar wollen die dort lebenden Vampire jegliches Risiko vermeiden, dem Sonnenlicht ausgesetzt zu werden. Schau dir diese Leute an. Kannst du herausfinden, wer ihr Freund ist? Es ist dieser Typ. Schau, sie haben Tickets für dasselbe Event. Und was ist mit diesen Leuten? Welcher Typ ist ihr Freund? Es ist das auf der linken Seite. Sie haben Partner-T-Shirts. Was ist mit diesem Bild? Wer ist ihr Freund? Es ist der Typ rechts. Schau, das Mädchen trägt seine Jacke. Sie passt zu seiner Hose. Eine Zombie-Apokalypse brach plötzlich aus. Jeff war der einzige Überlebende in seiner Stadt. Er versteckt sich in einem Gebäude, umgeben von hungrigen Zombies. Sie beginnen, die Tür einzuschlagen. Zum Glück wartet ein Rettungshubschrauber auf dem Dach auf Jeff. Aber er muss so schnell wie möglich dorthin gelangen. Wie viele Leitern muss er mindestens erklimmen? Das ist der schnellste Weg, um aufs Dach zu gelangen. Und die Anzahl der Leitern, die Jeff erklimmen muss, um sich in Sicherheit zu bringen, beträgt 7. Es befindet sich normalerweise unter ihnen. Entfernen Sie den ersten Buchstaben. Und es ist über ihnen. Entfernen Sie die ersten beiden Buchstaben und Sie sehen es nicht. Was ist es? Es ist ein Stuhl, der sich in Haar und Luft verwandeln kann. Michael ging die Straße entlang, als ein versiegelter Umschlag in seiner Nähe auf den Boden fiel. Er hob ihn auf. Im Inneren waren ein Schlüssel und ein Zettel. Darauf stand: Hilfe. 323. Michael betrat das Gebäude. Bald fand er Tür Nummer 323 und benutzte den Schlüssel, um sie zu öffnen. Er sah einen Mann in der Nähe des offenen Fensters. Er war geknebelt und an einen Stuhl gefesselt. Als er befreit war, rief der Mann aus: Zwei Männer sind in mein Büro eingebrochen,
haben mich gefesselt und das ganze Geld aus meinem Safe genommen. Zum Glück waren meine Hände frei. Ich schaffte es, diesen Zettel zu schreiben und ihn zusammen mit dem Schlüssel aus dem Fenster zu werfen. Michael glaubte dem Mann nicht und rief die Polizei. Warum? Der Umschlag war versiegelt. Wie konnte der Mann es tun, wenn er geknebelt war? Dennis, Maria und Julie waren auf einer Party. Sie beschlossen, ein Spiel zu spielen. Es gab 5 Hüte, 2 rote und 3 gelbe. Die Freunde schlossen die Augen, nahmen zufällig Hüte und setzten sie auf ihren Kopf. Dann öffneten sie die Augen und sahen sich gegenseitig an. Jeder von ihnen musste raten, welche Farbe der Hut auf ihrem Kopf hatte. Dennis und Julie sagten, sie wüssten es nicht. Aber Maria rief aus, dass sie die Farbe ihres Hutes kenne. Welche Farbe hatte er? Es war gelb. Maria sah, dass Dennis und Julie rote Hüte trugen, und sie wusste, dass es davon nur 2 gab. Ein reicher Geschäftsmann rief die Polizei. Als er am Morgen in seinem Büro ankam, erinnerte er sich, dass er einige wichtige Dokumente in seinem Safe zu Hause vergessen hatte. Er schickte seinen Sekretär John, um sie zu holen. Aber der Mann rief eine halbe Stunde später an und sagte, dass der Safe offen stand. Die Dokumente waren noch da, aber das Geld war verschwunden. Die Polizei versuchte, einige Fingerabdrücke zu finden, hatte aber keinen Erfolg. Der Detektiv hatte 3 Verdächtige. Den Sekretär, den Neffen des Geschäftsmannes, Mark und die Haushälterin. Der Sekretär sagte, er habe seinen Chef sofort informiert. Ich habe meinen Chef sofort informiert. Mark sagte, nachdem ich John die Tür geöffnet hatte, ging ich in mein Zimmer. Ich erfuhr vom Vorfall erst, als John es mir sagte. Die Haushälterin sagte der Polizei, sie sei sehr beschäftigt gewesen und seit dem Vorabend nicht mehr im Büro gewesen. Ich war sehr beschäftigt und seit gestern Abend nicht mehr im Büro. Wer nahm das Geld? Es war die Sekretärin. Es gab keine Fingerabdrücke im Raum. Aber John war dort und hat verschiedene Dinge berührt. Wäre er nicht schuldig gewesen, hätte er seine Fingerabdrücke nicht abgewischt. Also, da hast du es.